Hallo, liebe Leute, willkommen bei Me Improved. Heute ein kleines Video über Ernährungspläne, aber vielmehr über Ernährungsreaktionen. Also ein Kapitel im Buch Improved Eating heißt nicht umsonst Planen und Reagieren. Das Problem bei sehr starren Ernährungsplänen ist auf der einen Seite, dass man den spontanen und natürlichen Bedürfnissen des Körpers überhaupt nicht gerecht wird. Also, weil wir erstens den Körperskomplexsystem nicht genau einschätzen können und wir uns natürlich auf unser Gefühl verlassen müssen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem, dass wir von Gelüsten, von Werbung und von allerlei möglichen anderem Kram oder falsch erlernten Verhalten auch gesteuert werden. Das heißt, wir können uns nicht alleine auf unser Gefühl verlassen. Also gebe ich jetzt euch mal hier ein paar Beispiele dafür, wie ich innerhalb meines Ernährungsplans Platz für Reaktionen lasse. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich unter verringerter Libido leide oder wenn das eben auftritt und ich nicht gerade in einer sehr extremen Trainingsphase bin, also wo das mal auftreten kann, also Übertrainingssymptome sind unter anderem auch verringerte Libido, also alles, was in Richtung so depressiv ähnliche Dinge geht, das sind alles Übertrainingssymptome. Immer dann esse ich mehr gesättigte Fettsäuren. Wenn man sich ein paar Studien anguckt, oder okay, wenn man sich ein paar Studien anguckt, also zumindest kann man ein gutes Argument dafür machen, dass man eben gesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren braucht für ein gesundes Hormonmilieu. Und so esse ich eben, also sobald ich halt merke, dass meine Libido ungewöhnlich niedrig ist, mehr gesättigte Fettsäuren und stelle dann für mich eben fest, dass das den Zustand eben wieder normalisiert. Also nicht, weil ich den ganzen Tag einfach nur bumsen will und das wichtig finde, dass ich den ganzen Tag horny bin, sondern weil eine gesunde Libido ein Zeichen für allgemeine Gesundheit ist. Also es ist die Libido, es ist die Menstruation und es ist die Spermienqualität. Da ich aber nicht hier irgendwo in der Nähe vom Spermienlabor wohne und auch kein Mikroskop habe, um mich ständig hier irgendwie selber zu testen, wäre auch irgendwie ein bisschen seltsam, wenn ich dann halt so viel Zinkverlust in Kauf nehmen würde, mir ständig einen runterzuholen und dann das Ding im Mikroskop anzugucken. Okay, es wird langsam creepy. Sagen wir mal, sobald ich merke, mein Libido, okay, ich habe irgendwie eine Art Überlastung und in den meisten Fällen hilft es mir, wenn ich mehr gesättigte Fettsäuren zunehme und vor allen Dingen auch cholesterinreiches Essen, also wie zum Beispiel merke ich, dass ich einen verringerten Power-Output beim Training habe, brauche ich mehr Kohlenhydrate. Was heißt das bei mir im Speziellen? Bei mir heißt es im Speziellen, dass ich eine Banane extra esse, nicht mehr. Meine Kohlenhydratquellen aktuell, immer gucken aufs Datum, jetzt das Video, das wechselt bei mir oder ist einige Male durchgewechselt. Ich bin jetzt wieder bei relativ wenig Kohlenhydraten. Ist eigentlich nur ein Löffel Honig und wenn man das noch dazu zählen möchte, heute zum Beispiel eine Grapefruit und eventuell noch eine Schale Himbeeren. Also das sind die einzigen Kohlenhydratquellen. Also ich habe keine stärkhaltigen Dinge und die einzigen sehr dichten Quellen sind dann höchstens Früchte. Merke ich, dass ich mich schlecht regeneriere, esse ich mehr Protein. Wenn ich merke, dass meine Fürze stinken, und zwar nach so einem schwefligen Geruch, den wahrscheinlich jeder Bodybuilder identifizieren kann als Proteinfurz, dann esse ich weniger Protein. Und merke ich, dass ich schlechtere Haut bekomme, weiß ich muss mehr Gemüse essen, Klammer auf, vielleicht auch mehr Obst, aber weil die für mich persönlich zu viele Kohlenhydrate haben, nehme ich dann einfach sehr viel mehr Gemüse. Insbesondere bei mir grünes Gemüse und solche Sachen wie rote Beete. Und aktuell probiere ich mal verstärkt also noch was mit Tomaten. Ich möchte halt wissen, wie ich darauf reagiere. Wichtiger Disclaimer oder wichtiger Hinweis, das sind jetzt nicht unbedingt die Mengen, also es sind nicht einfach direkte Tipps, also das meiste passt so ungefähr bei den meisten Leuten, also insbesondere, wenn ihr, wie soll man sagen, Weißbrote seid, also das ist auch eine ethnische Frage, denn jemand, der seine
Familie, seine Vorfahren eben hoch im Norden hat, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit eher so eine Art proteiniger, höher fettigerer Typ, was die Ernährung angeht. Jemand, der vielleicht seine Vorfahren eher in Richtung Tropen hat, also wie im Kongo, Vietnam, Südamerika oder, und solche Sachen. Da kann es sein, dass man natürlicherweise mehr Kohlenhydrate braucht. Das hängt auch von vielen anderen Faktoren ab, zum Beispiel auch vom Trainingszustand. Also je schlechter eure mitochondrielle Kapazität ist, desto schlechter normalerweise auch euer Fettstoffwechsel und desto mehr Kohlenhydrate braucht ihr, um zu funktionieren und müsst auch die entsprechenden Kosten in Kauf nehmen. Und die Mengen allerdings, also jetzt nur mal das, was ich mache, also wenn ich jetzt mehr gesättigte Fettsäuren zum Beispiel zu mir nehme, dann tue ich ungefähr 50 Gramm Butter in mein Mittagessen oder ich esse ein Glas Oliven extra pro Tag oder es werden noch, ja, oder so wie jetzt zum Beispiel, jetzt wird mein Abendessen so ein Omelett wird das nicht, ich habe niemals genug Geduld für ein Omelett, aber abends werde ich jetzt zwischen 12 und 15 Eier zum Beispiel essen, was natürlich sehr große Mengen sind. Also ne, bedenkt immer, dass ich nicht jemand, keinen durchschnittlichen Körper brauche, aber also ich wiege 106 Kilo. Das heißt, die Mengen sind zum Beispiel sehr, sehr groß. Und bei anderen Leuten müssen die Unterschiede auch nicht so groß sein. Also ich stelle fest, wenn ich mir so ein winziges Löffelchen irgendwie dann Butter irgendwo hin tue oder mal ein Ei oder zwei extra esse, dann merke ich noch gar nichts. Das heißt, bei mir ist das dann immer relativ deutlich. Genauso auch mit den Kohlenhydraten. Mein Mitbewohner zum Beispiel, der braucht aus verschiedenen Gründen auf jeden Fall mehr Kohlenhydrate als ich. Ich kann, selbst wenn ich jetzt, also jetzt wo ich wieder meinen sehr low-carb-haftigen Lebensstil angenommen habe, kann ich auch locker, also den ganzen Tag gar nichts essen, also ohne dass meine Leistung in irgendeiner Form abnimmt. Was ich bekomme, ist halt kalte Hände. Aber nur, wenn ich mich nicht bewege. Sobald ich mich bewege, merke ich zum Beispiel überhaupt nicht, also meinem Energielevel, ob ich jetzt esse oder nicht. Und bei ihm ist das dann eben sehr, sehr deutlich. Also wenn er unter eine gewisse Kohlenhydratmenge kommt, dann wird ihm schneller kalt, er ist gereizt, er wird unproduktiv, also sein Antrieb nimmt auch ab, also sein Antrieb, irgendwas zu tun, zu arbeiten oder so. Und das müsst ihr erstmal für euch selbst herausfinden. Also das Prinzip nennt sich metabolische Individuierung, zumindest habe ich so jetzt in dem Proofed Eating im Buch genannt. Ihr könnt mal gucken, ich verlinke das mal unten in den Kommentaren. Das Buch heißt Metabolic Typing. Das Problem, was ich mit dem Buch habe, deswegen kann ich das nicht lauthals schreiend eben empfehlen, ist, dass das Buch nicht sehr wissenschaftlich gearbeitet ist. Es sind vielleicht also es sind einfach Literaturverzeichnis und das ist auch einigermaßen umfangreich, aber leider Gottes ist da nicht direkt zitiert worden, was erstmal völlig unnachvollziehbar macht, welche Aussagen aus welchen anderen Artikeln und Büchern gezogen wurden. Und das ist bei mir dann zum Beispiel immer ein No-Go, also weshalb ich das auch nicht ernst nehmen kann. Und meiner Meinung nach ist metabolische Individuierung nicht sehr gut wissenschaftlich gerechtfertigt, aber es hat einigen Grund, das anzunehmen, dass es sowas gibt. Und ich habe für mich auch also sagen wir, meine eigene Feedback-Methode gefunden, um mich oder andere eben auch sagen wir, metabolisch einzustellen, also feststellen, okay, wie reagiert man auf etwas und welches Gefühl hat man dann zum Beispiel, so dass man eben einfach, ach guck mal, ich komme schon ins Labern, dass man auf jeden Fall feststellen kann, brauche ich mehr Kohlenhydrate, brauche ich mehr Fett, vertrage ich eher gesättigtes Fett, ist gesättigtes Fett überhaupt nicht mein Ding, sollte ich mir einfach ungesättigte Fettsäuren zu mir nehmen und so weiter. So, das ist soweit das Video zum Reagieren innerhalb der Planung. Das heißt, ein guter Ernährungsplan sollte immer Luft für Reaktionen haben. Das heißt, wenn ihr merkt, das und das passiert gerade mit eurem Körper, ihr regeneriert schlecht, ihr furzt ganz schön eklig, ihr habt Dünnpfiff oder all solche Dinge, ihr reagiert darauf. Immer wenn ihr das habt, also das sind bei mir zum Beispiel
jetzt über die Jahre ziemlich einfache Regeln geworden. Also sobald ich merke, mein Libido sinkt zum Beispiel, esse ich einfach mehr gesättigte Fettsäuren, ohne drüber nachzudenken. Ich kann mich darauf verlassen, dass es jetzt über die Jahre hat sich das durch mehrere Versuche dann eben herausgestellt. Und mein letzten Versuch zum Beispiel mit den Kohlenhydraten, der ist, man könnte sagen, vielmehr noch gescheitert auf der einen Seite, also weil ich merke, dass ich durch einfach durch eine zusätzliche Portion Kartoffeln oder zwei pro Tag eben einfach schlechter regeneriere. Also, und mir geht es auch nicht gut und mein Schlafbedürfnis steigt und so weiter. Man könnte aber auch sagen, dass das natürlich ein großer Gewinn für mich ist, weil ich jetzt wirklich Gewissheit habe. Ich bin ein absoluter Low-Carb-Warrior. Also ich vertrage Kohlenhydrate nicht gut, beziehungsweise ich vertrage sie auf der einen Seite gut, ich werde nicht müde dadurch und werde nicht träge oder faul, aber ich merke einfach, dass mir die, dass ich nicht so viel Energie habe über den gesamten Tag verteilt. So, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Wenn ihr einen Ernährungsplan macht, lasst euch Platz für Reaktionen. Macht euch einfache Regeln, einfache Feedback-Regeln dafür, wie ihr reagiert. Ne, regeneriert ihr zum Beispiel zu schlecht mehr Protein? Es kann auch sein, dass manche Leute mehr Kohlenhydrate brauchen und mehr Fett brauchen. Das ist alles tatsächlich eine Sache des Experimentierens. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ah, vergesst nicht, ne, den Social-Media-Kram, Daumen liken, diesmal keine Fenster anwerfen. Macht's gut.